Hey Leute, es geht weiter. Ja, Oscar. Aber Tom Reed ist einfach kein geduldiger Mann. Colonel, ich will ja nicht drängeln, aber ich würde gerne mal über das Geld reden. Ich dachte, Corbin würde das regeln. Nun ja, es gab ja diese Änderung. Zusätzliche Passagiere mit zusätzlicher Ausrüstung und dann noch ein längerer Flug. Oscar, sprechen Sie doch mit Tom Reed, wenn wir ihn sehen. Er kümmert sich um Sie. Es war klar, dass jemand mit Sam sprechen wollte. Das war der Grund dafür, dass sie ihm mit Corbin eine Falle gestellt haben. Das war der Grund für seinen unfreiwilligen Heimflug. Er musste gefügig sein, als sie ihn auf ihren kleinen Privatflugplatz im Blue Ridge-Gebirge brachten. Hätten sie ihn nicht betäubt, hätte er ihnen den ganzen Laden mit bloßen Händen auseinandergenommen. Ja, ihr wisst immer noch, dass ich, Sam Fisher, dass Sam Fisher der beste Agent der Welt ist. Ich brauche jetzt erstmal Waffen-Upgrades. Da war Grimm. Benzin ist teuer. Colonel Prentice, Major Robertson, uns bleibt keine Zeit für Smalltalk. Gemäß Zeitplan müssen Ihre Männer abrücken. Es läuft alles wie geplant, Director Reed. Sie werden seit 0900 verlegt. Gut, sehen Sie zu, dass alles glatt läuft. Ich treffe die Vorbereitungen bei Third Echelon. Auf unserer Seite läuft alles klar. Das habe ich nie angezweifelt. Meine Herren, entschuldigen Sie uns bitte. Ich muss kurz mit Frau Grimstad hier sprechen. Es gibt da noch eine Unklarheit. Natürlich. Major? Gut. Fischer gehört dir, Anna. Du Anna? Du hast ihn auf Malta eingepackt, du darfst ihn auch wieder auspacken. Finde raus, was er über die EMPs weiß, wieso er es weiß und warum er unserem Freund Corbin wehgetan hat. Könnte eine Weile dauern. Er wurde ausgebildet, um Verhören standzuhalten. Setz ein, was nötig ist. Drogen, Gewalt, mir egal. Beschaff die Antworten und lass ihn verschwinden. Sei diesmal nur etwas gründlicher. Ich versuche dran zu denken. Ja, wenn man dabei Chaos-Theorie randrängt. Wenn es Neuigkeiten gibt. Ich bin im Hauptquartier. Grimstad hier wohl. Third Echelon wird immer mehr zur bösen Einheit, das finde ich schade. Hör zu, ich arbeite für Präsidentin Caldwell als Maulwurf bei Third Echelon. Reed ist der neue Director. Er arbeitet mit unseren Gastgebern, der Privatarmee namens Black Arrow, zusammen. Sie schmuggeln russische EMP-Technik über Malta ins Land. Und Reed blockiert sämtliche Ermittlungen in diese Richtung. Er pfuscht der Präsidentin rein. Reed bekommt von einer sehr einflussreichen Stelle Rückendeckung. Die Präsidentin kommt nicht weiter. Wir wissen, dass diese Leute was Übles im Schilde führen. Aber wir wissen weder, wann es losgeht, noch was es sein wird. Aha, hilf du ihr doch. Ist doch sicher schön, mal wieder aus dem Büro zu kommen. Lass das, ich brauche dich. Sobald ich was unternehme, fliegt meine Tarnung auf. Du gehörst nicht mehr dazu. Du kannst tun, was du willst. Nein, ich mach sowas schon lange nicht mehr. Erzähl das den Jungs, die du auf Malta umgelegt hast. Sie müssen glauben, dass du mich angegriffen hast und geflohen bist, sonst bin ich erledigt. Schlag mich. Sorg dafür, dass es echt aussieht, Sam. Grim, nur zur Erinnerung. Ich bin raus aus dem Spiel. Bist du nicht. Ein Wort über sie und du warst wieder am Start. Nur ein Wort über Sarah und du warst gleich wieder mittendrin. Was weißt du über sie? Okay. Ich weiß, dass sie lebt. Wie ist das für den Anfang? Du lügst. Sie ist tot. Lambert hat es mir gesagt und sein Wort zählt deutlich mehr als deins. Sie lebt und ich weiß, wo sie ist. Ich wusste es die ganze Zeit. Okay. Du lügst. Warum sollte ich dir glauben? Ganz einfach, weil meine Leute sie haben. Wenn du mir hilfst. Siehst du sie wieder? Wenn nicht, dann nicht. Kann ich nichts für sie tun. Oh, Sam, mach sie fertig.
Lüg mich nicht an, ich werde dich töten. Hast du verstanden? Ich werde dich töten. Ach, Sam, ich lüge dich jetzt schon seit Jahren an. Okay, ich... Okay, das reicht. Gut gemacht. Als Maul. Hier. Mein Auto parkt draußen vorm Tor. Ist ein roter T-208. Hab seinen GPS-Chip deaktiviert, damit Third Echelon ihn nicht orten kann. Nimm die Schwanenhalskamera, sie ist mit diesem Telefon verbunden. Das Signal ist verschlüsselt. Für den Fall, dass du einsam wirst? Damit ich ein Telefonat mit Sarah arrangieren kann, um dir zu beweisen, dass sie am Leben ist und es ihr gut geht. Verschwinde jetzt von hier. Draußen liegt C4. Schnapp's dir, könnte nützlich werden. Melde dich, sobald du's hast. Und was ist mit der Knarre? Ziel damit nicht auf die Falschen. Oh, keine Sorge. Könnte man sie jetzt töten? Nein. Natürlich nicht. Draußen liegt C4. Schiefläuft, verpissen Sie sich. Verdammt! Du hast nichts drauf! Willst du fliehen? Scheiße! Nimm das, du Penner! Alter, was war das denn für ein Dreck hier? Ich wollte den gar nicht ausschalten, ich wollte den als Schutz nehmen. Den nehmen wir mal mit. Der hier noch MP5N C4. Nehmen wir mal mit. Grim, ich hab das Paket. Gut, hör mir zu. Die können mein Auto zwar nicht mehr mittels GPS orten, brauchen das aber auch gar nicht zu tun, weil sie einen Hubschrauber haben. Die ballern mich einfach von der Straße. Wir sind so weit draußen, dass es kein Schwein mitbekommen würde. Du musst den Hubschrauber also vorher ausschalten. Alles klar. Wir sollten mit der Zündung aber noch etwas warten. Da ist noch ein zweiter. Keine Ahnung, aber ich möchte echt nicht in der Kiste sitzen, wenn sich rausstellt, dass es das nicht tut. Es trocknet nicht schnell genug. 1, 2, 3, 4. Testen es früher, als mir lieb ist. 5. Fünf Leute. Bald. Das sagst du doch ständig. Hab ich mich jemals geirrt? Der kommt zu mir. Was ist denn das überhaupt für ein Dreck? Abschirmbeschichtung. Und was ist drin? Kupfer auf einer Fiberglas-Matrix. Die Army hat das Zeug entwickelt. Unsere Forschungsabteilung hat's perfektioniert. Dann sind die ja doch für was gut. Hat Vorteile, die Schlau. Schlau. Einheit 1, Francis will Sie nach Schichtende bei Anlage B sprechen. Ende. Danke. Bleibst du hier stehen? Geil. Warte mal. Jetzt haben wir den Tod von oben geschafft hier. Sie muss sich gar nicht töten. An alle, halten Sie sich Kontakt.
Ja, kommst du. Scheiße! Warte, ich werde jetzt einen ausschalten, den... So, ich muss jetzt noch einmal gucken. Man kann einen als menschliches Schutzschild benutzen. Dafür konnte... Warte mal. Die will ich jetzt nicht ausschalten. Oh, der hat eine P228. Die nehme ich mal. Und der hat eine MP5N. Hier kann man das C4 anbringen. Grim, ich habe mich um den Hubschrauber gekümmert. Jetzt ist das Stromnetz an der Reihe. Okay, die Jungs von Black Arrow haben ganz schön dran rumgefrickelt, als sie den zivilen Flugplatz für ihre Zwecke umgebaut haben. Dann ist es überlastet und instabil. Die Stromrelais sind vermutlich die Schwachstelle. Wo finde ich sie? In einer der Baracken wurde eins installiert. Es ist im Gebäude. Da werde ich mein Glück versuchen. Wow. Jetzt haben wir schon eine mobile Kamera. Okay, hier ist nix. Oh, Waffenversteck, guck mal, was gibt's denn hier so? Sorry. Oh Gott, wir haben wahrscheinlich schon wieder eine Folge vorbei. Wir rüsten mal, ich würde sagen, den MP46. Warum ist sie nicht ausgerüstet? Drei Markierungen, zwei. Guck, die hat drei Markierungen, aber sie ist nicht schallgedämpft. Das finde ich natürlich schade. Deswegen rüsten wir erstmal die von denen auf. Zahl der Markierungen, Genauigkeit. Okay, also wir rüsten einmal hier das aus und das aus. Und dann will ich noch einmal. Wir können das nämlich. Jetzt kann man hier nämlich auch ausrüsten. Magazin. Normale Patronen. Was macht das hier? Nein, nicht die ausrüsten. Mann. Ich will nur gucken, was kann. Was könnte ich bei der upgraden? Man kann keinen Schalldämpfer aufschrauben. Das finde ich schade. Wir hätten hier noch eine EMP. Okay. Und hier eine Skaha. Ja, Upgrade. Firma Optik. Aber hier kann man auch nur zwei Gegner markieren. Erhöht die Reichweite. Reichweite wird erhöht. Genauigkeit wird erhöht. Die reicht, das bringt mir relativ viel. 300. Was hätte noch? Genauigkeit für 250, haben wir noch 200 übrig. Okay, was gibt's noch für Waffen? Zurück. Gut, davon haben wir noch gar keine. Hey, die MP5N haben wir hier. Scorpion. Und hier noch ein paar Waffen. Kann ich hier noch was upgraden für die billigen 2 Punkte?
Nee. Okay, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Wir beenden diese Folge mit einem schönen Waffen-Special hier. Ja, und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Tschüss.